Mama, können die Dinge, die ich mir vorstelle, irgendwann vielleicht auch mal wahr werden? Wie meinst du das? Naja, dass sie auf einmal wirklich passieren. Wie in einem Traum. Ich heiße Johanna. Ich wohne zusammen mit meiner Mutter im alten botanischen Garten. Er ist wie eine Insel, mitten in der lauten Stadt. Matthias sieht aus wie eine Schildkröte. Er wohnt auch hier im Garten. Zusammen mit seinem Vater, der ist Gärtner. Das ist kein öffentlicher Parkplatz, ist das klar? Wir müssen sofort mit dem Abriss des botanischen Gartens beginnen. Das ist unser Bürgermeister. Er ist ziemlich merkwürdig. Ihm ist unser zauberhafter Garten im Weg. Er will alles abreißen und zerstören. Und was sollen wir jetzt machen? Ich überlasse dem das hier auf gar keinen Fall. Wir werden uns um den Bürgermeister kümmern. Zum Glück habe ich einen Tiger, einen blauen Tiger. Und was passiert, wenn in einer Stadt ein blauer Tiger auftaucht? Ich bitte Sie, ein blauer Tiger? Das klingt doch eher nach einer blühenden Fantasie. Rätselhafte Wunder im alten botanischen Garten. Wie geht's eurem Tiger? Er tut, was er will und macht eine Menge Unsinn. Eindringlinge! Hilfe! Es gibt keinen Grund zur Sorge. Alles läuft wie am Schnürchen. Irgendwo da muss er sein. Ich bin mir sicher. Aber wie kommen wir jetzt dahin? Größtes Abenteuer. Demnächst im Kino.